Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen aus der Sommerpause. Wir sitzen hier mit dem Schirmchen und den Füßen in einem Eimer voll Eis, weil es draußen so heiß ist. Nee, leider nicht. Hier in Hamburg sind 10 Grad und Nieselregen. Ihr könnt mir gleich sagen, wie das Wetter in NRW und in Köln ist. Aber mit Sommer ist hier noch nicht viel. Trotz allem, die Profis des FCs sind in ihren diversen Sommerurlauben und bestücken Instagram mit schönen Bildern irgendwo von der Côte d'Azur oder so. Und wir harren hier zu Hause auf und nehmen für euch eine neue Podcast-Folge auf, wo wir unsere Awards vergeben wollen. Die Awards sollen uns dazu dienen, uns nochmal an die Highlights und dann auch ein bisschen an die Lowlights der vergangenen Saison zu erinnern. Also wir nutzen die jetzt quasi als Saisonrückblick. Alle Nominierungen kommen von unseren treuen Hörerinnen und Hörern, die ganz fleißig unter dem Social-Media-Post ihre Meinung kundgetan haben und halt Spieler nominiert haben. Oder Spiele oder Momente oder und so weiter. Es gibt 6 positive Kategorien. Und zwar für die goldene Schiebermütze. Das kennt ihr schon aus der vergangenen Saison in dieser Runde, aus der vergangenen Hinrunde. Und danach haben wir noch eine neue Kategorie eingeführt, um auch so ein bisschen die etwas negativeren Dinge der Saison nicht komplett vergessen zu machen. Hat mir die Kategorie des Schwatten-Jünters eingeführt. Der Schwatte-Jünter wird also in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Ist so ein bisschen wie der Unglücksrabe oder wie der Zonk zu verstehen. Ganz genau. Aber ich habe gerade überlegt, wir wollen ja nicht unbedingt auf negativen Kategorien enden. Das ist jetzt eine spontane Eingebung von mir. Wir wollen nicht auf negativen Dingen enden. Deswegen machen wir jetzt nicht alle positiven Kategorien, dann alle negativen, sondern ich werde das so ein bisschen abwechseln. Okay. Ich bring jetzt hier deine Vorarbeit mit, ne? Aber wir wollen ja nicht auf der letzten Kategorie hier wirklich enden, oder? Also mit dem Gurkenspiel der Saison oder irgend sowas. Achso, ich habe gedacht, Nummer 9 ist der. Das können wir gerne zum Schluss machen, sowas Heiteren rausschmeißen. Also ich finde, ja. Merch ist doch auch ein ganz guter Abschluss, auch wenn es negativ ist. Ich will nicht mit der schlechten 8. Kategorie enden. Wir können ja mit den ersten beiden Schwatten Jünters beginnen. Genau. Und dann die positiven machen und dann mit dem, genau, mit dem Merch sozusagen enden. Das wäre auch meine Idee gewesen. So, da sind wir nämlich jetzt schon bei einem Thema, das wir gerade schon sehr lange und intensiv diskutiert haben, nämlich die Enttäuschung der Saison. Für den Schwatten-Jünter in der Kategorie Enttäuschung der Saison haben unsere Hörer und Hörerinnen folgende Menschen nominiert: André Duda, Sebastian Andersson, Abgang Sully, das Elfmeter nicht zählen, wenn man sich selber anschießt, Jannes Horn und das Abschneiden im DFB-Pokal. Erstmal, habt ihr noch andere Nominierte, die ihr gerne hinzufügen wollt? Nee, also ich nicht. Ich glaube, unsere Hörer haben da eine gute Vorauswahl. Ne? Genau. Die Frage wäre, ob der Abgang von Sully Özcan überhaupt in der letzten Saison stattgefunden hat oder in dieser Saison. Aber das er wurde noch zur laufenden Saison verkündet, ne? Also vor. Ach so, okay. Vor offiziellem Ende, bei offiziellem Abschluss der Saison. Lassen wir mal gelten. Ja. Ja, ich würde unseren Gästen das erste Wort überlassen. Tessa, willst du anfangen? Für was würdest du dich da entscheiden? Ich bin da auf jeden Fall bei dem schönen Schuss Elfmeter gegen den HSV von Florian Kainz. Also das war für mich wirklich, also es gab ja tatsächlich nicht so viele Enttäuschungen diese Saison, ist ja auch mal schön. Ich will mich da auch nicht bei an Spielern festlegen oder Spieler als eine Enttäuschung sehen, aber dieser Elfmeter, also das war wirklich die größte Enttäuschung. Wie kann man denn so ausscheiden? Also das ist, fand ich schon sehr enttäuschend. Wo du gerade sprichst, ist mir doch noch eine Nominierung eingefallen, tatsächlich. Erzähl. Wolfsburg, Rückrunde, 0-1. Boah, ja. Kann man auch noch. Also ich hätte jetzt auch gesagt, ich wäre auch beim das Elfmeter nicht schießen, nicht zählen, wenn man sich selbst anschießt, weil das wirklich, das gesamte Spiel war ja wirklich, dass man da ausscheidet, das ist wie wenn du so denkst, irgendwie, das wäre schon vorgeschrieben, dass der FC ausscheidet, so viele Chancen vergeben,
Hamburg war ja wirklich nicht gut. Und dann kommt man durch diesen auch schon sehr glücklichen Elfmeter noch ins Elfmeterschießen. Und dann passiert sowas. Also es ist wirklich super nervig gewesen. Alle hatten total Bock auf DFB-Pokal. Viertel- und Halbfinale wären es dann, glaube ich, in der Folge gewesen. Das war, glaube ich, erst das Achtelfinale, aber dadurch, dass so viele raus waren, oder war es das Viertelfinale? Der HSV hat danach noch gegen Freiburg gespielt und Freiburg dann das Finale. Also muss es also ja. Das war das Viertelfinale. Ja. Nee, die haben dann noch gegen den Zweitligisten, gegen Karlsruhe oder so gespielt, oder? Echt? Ja, doch, glaub doch, ich. Doch. Ja, da, ja. Stimmt, ja. Relegations- ja, aber es waren ja trotzdem irgendwie nur noch vier Zeitligisten und man hatte wirklich schon die Hoffnung, boah, was wäre das geil, wenn wir mal im DFB-Pokal-Halbfinale und dann ist ja wirklich alles drin stehen würden und deswegen muss ich auch dafür stimmen, auch wenn ich persönlich enttäuscht am meisten wirklich nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg war. Das muss man auch erstmal erleben, dass der enttäuschendste Moment auf dem Platz stattfindet einer Saison. Mhm. Wisst ihr, an was mich dieses Wolfsburg-Spiel jetzt so im Rückblick erinnert hat, ohne das jetzt qualitativ vergleichen zu wollen, aber vom Spielverlauf her? Champions League-Finale. Also der FC gehört ja eh ins Champions League-Finale, wissen wir ja alle, keine Frage. Aber es war das gleiche Spiel. Die eine Mannschaft rennt wie blöd an, hat Spielanteile ohne Ende, schießt 20 Mal aufs Tor, der Torwart hat den Monstertag seines Lebens und die anderen haben zwei Torschüsse und machen einen davon rein, gewinnen 1-0 und fahren nach Hause und sind die großen Helden. Yay. Ja, nur dass Wolfsburg nicht der große Held war, sondern nächste Saison weder europäisch noch irgendwas anderes spielt. Die haben doch jetzt Niko Kovac, ich bitte dich, da wird jetzt alles gut. Ja, aber grundsätzlich hast du recht. Also, ja, das stimmt. Wolfsburg war sicherlich kein gutes Spiel von uns. Also Florian Kohfeldt ist offiziell der Carlo Ancelotti von der Bundesliga. Haben wir jetzt hier einwandfrei nachgewiesen. Marco, stimm du mal für eine Ich wähle André Duda. Mhm. Weil die Tessa hat zwar recht, eigentlich wählt man nach der Saison keinen Spieler. Ich bin aber von André Duda mehrfach enttäuscht worden. A, weil ich einfach nach der letzten Saison, die ja tatsächlich, wo er tatsächlich auch wichtig für uns war, geglaubt hat, dass er vielleicht nochmal was draufsetzen kann und darauf gehofft hatte, einfach keine Weiterentwicklung, sondern eher bei ihm Rückschritte sehe und dann dieses ich will nicht in der 70. Minute mich warm machen, Dingen, diese Ego-Nummer, das war tatsächlich für mich zu viel und das ist für mich tatsächlich die Enttäuschung der Saison und der Elfmeter gegen den HSV, dann ist halt ein typischen FC. Also da hat der FC wieder einen typischen FC gebaut. Also so bescheuert auszuscheiden, das kann auch nur der FC hinbringen. Also wäre das nicht der FC gewesen, sondern irgendein anderer Verein, würden wir uns hier alle kaputt lachen. Aber das war für mich tatsächlich auch keine Enttäuschung, weil tatsächlich, wenn man das HSV-Spiel sich mal anguckt, sind wir ja auch erst sehr, sehr spät in die Verlängerung gekommen. Also, weiß ich nicht, war das nicht auch 91. Minute, diese Elfmeter von Modest? War der nicht in der 120. ins Elfmeterschießen rein? Oder ins Elfmeterschießen rein? Ja, 120. Aber ja, 120. Umso enttäuschender ist es doch. Ja, aber... Wenn man dann so rausfliegt. Ja, stimmt, aber ich muss sagen, ich bin von André Duda nur so immer noch unfassbar enttäuscht. So ein Elfmeter, also wenn Kainz den natürlich übers Müngersdorfer Stadion geschossen hätte, wäre das auch ärgerlich gewesen. Die Art und Weise war ärgerlich, aber ich bin immer noch so angefressen über André Duda, dass ich meine Stimme André Duda gebe. Ich nehme den Elfmeter auch nicht, aber aus anderen Gründen. Ich nehme ihn deshalb nicht, weil das war ja keine Absicht von Florian Kainz. Also unterstellen ihm einfach mal, dass er den Ball ganz normal reinschießen wollte. Der war sogar drin tatsächlich. Ich habe mir mal angewohnt, nur enttäuscht zu sein über Dinge, die Leute bewusst und aktiv entscheiden und nicht über Versehen, Unfälle, Stolperer und so ein Gedöns, weil da kann ja keiner was für. Wie gesagt, das ist ja so ein seltsames Once-in-a-Lifetime-Ding, dass man sich da selber anschießt. Das wird dem nie wieder passieren. Ist jetzt halt passiert. Und klar war ich auch enttäuscht über das Ausscheiden, keine Frage. Aber andererseits, wer hat die Chancen in der regulären Spielzeit nicht nutzt,
der lässt darauf ankommt, dass in Elfmeterschießen irgendwelche verrückten Dinge passieren. Also da müsste man sogar fast eher über diese Marc-Uth-Chance da in der noch regulären Spielzeit nach 20 Minuten reden oder so. Aber auch da gilt, das machen die eigentlich mit Absicht. Insofern kann ich auch nicht für mein eigenes Wolfsburg, meinen eigenen Wolfsburgs-Vorschlag stimmen, weil auch da hat ja keiner mit Absicht irgendwie unterperformt oder sich irgendwie nicht reingehangen oder nicht Vollgas gegeben. Ich nehme tatsächlich Sebastian Andersson, ob ich es nicht schon wieder auf Sully draufhauen zu müssen, weil ich finde, wer hat vor der Saison und jetzt ja in der Sommerpause schon wieder sagt, ich bin der Stürmer Nummer 1, ich sehe mich selber als Stürmer Nummer 1 und mit irgendwelchen Abwanderungsgedanken kokettiert und ja auch schon mal Medizincheck war und so. Und wer dann noch in einem System spielt, wo ja eigentlich alles auf deine Stärken zugeschnitten ist, ne? Also Baumgart-Fußball schreit doch eigentlich Sebastian Andersson. Da fliegen doch irgendwie pro Spiel 27 Flanken in den Strafraum und dass dann da nur, ich weiß es jetzt gar nicht, 3 Tore, 4 Tore oder was bei rumkommen. Also da hat mir bei ihm auch der letzte Einsatz gefehlt. Der hat, glaube ich, schon mit dem Kapitel FC auch ein bisschen abgeschlossen, wie jetzt ja wieder seine Abwanderungsgedanken beweisen. Insofern würde ich Andersson nehmen. Aber damit hat das Elfmeterschießen dann 2-1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Florian Kainz, stellvertretend für diesen Elfmeter. Du kriegst den ersten Schwattenjünter in der Geschichte der Menschheit. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich möchte noch mal betonen, das war nicht die, also nicht Florian Kainz war die Enttäuschung für mich. Genau. Ja, ja. Also sondern die Art und Weise wahrscheinlich. Ja. Also einfach so diese Situation. Genau, der Ball. Der Ball kriegt den Schwattenjünter. Ja, oder der Rasen oder das Loch im Rasen. Also das ist ganz klar, ist nicht gegen Florian Kainz. Nein, ich glaube, das ist jedem klar, dass es nicht um Einzelpersonen geht. Wollte das nochmal sagen. Und auch Duda oder Andersson geht ja auch nicht gegen die Menschen. Das geht ja gegen die soziale Rolle Spieler des 1. FC Köln und nicht gegen die Privat oder gegen die als Menschen. Das sind bestimmt ganz, ganz freundliche junge Männer und tolle Familienväter und zärtliche Liebhaber, aber halt eben nicht die allergeilsten Spieler in der vergangenen Saison. Jan Lukas, du bist ja unser Taktikexperte hier vor Ort. Kannst du mir erklären, warum du da so gar nicht mit diesem Baumgart-Fußball zurechtkommst? Es hat mich ehrlich gesagt ziemlich gewundert, weil das ist ja, das ist immer dieses Klischee, das mich sogar ziemlich aufregt. Ja, der ist klein, der hat eine gute Technik, der passt einfach nicht zum Trainer, der laufen will. Aber genau das macht Duda ja eigentlich total gern und ich finde ihn eigentlich auch gegen den Ball nicht unmotiviert oder so, sondern der scheint einfach noch nicht so ganz drin zu sein, wie er denn laufen soll. Und ob das dann jetzt irgendwie, also woran es dann liegt, weiß ich nicht, beziehungsweise was dann jetzt von ihm gefordert wird oder warum er das dann vielleicht auch nicht so umsetzt wie andere. Mir kommt er aber auch ein bisschen zu schlecht weg, weil eben, das ist halt, ich finde, die absoluten Leistungen sind halt gar nicht so schlecht, sondern ist einfach die Erwartung, weil er letztes Jahr unser Spiel alleine getragen hat und alle dachten, boah, jetzt wird's jetzt der plus noch eine funktionierende Mannschaft. Und ich glaube, der hat einfach dann im letzten Jahr auch sehr davon profitiert, dass es halt immer bei ihm doppelt so gut aussah wie bei jedem anderen. Deswegen will ich oder nehme ich den sogar immer so ein bisschen in Schutz, weil ich finde, der wird auch oft missverstanden von Leuten, die dann eben denken, der wäre sich zu schade. Also wenn man bei denen mal bei der Nationalmannschaft spielen sieht, der da, wo der teilweise alleinige Spitze spielt, weil er eben so viel anläuft und so gut anläuft, das ist halt wirklich nicht so ein Künstler, der irgendwie nur den Ball am Fuß haben will. Deswegen weiß ich aber trotzdem nicht, was jetzt genau das Problem zwischen ihm und Baumgart ist. Aber findest du nicht auch, dass André Duda immer den Ball eine Sekunde zu lange hält? Ja, klar. Das macht mich rasend. Rasend. Ich denke immer, Junge, jetzt. Ja. Ball weg. Da könnte ich, ich mache nächste Saison, falls er bei uns spielen sollte, eine Strichliste. Und da mache ich eine Saisonwette raus. Jeder Unforced Error 10 Cent oder so. Da wäre ich wahrscheinlich arm. Aber mach das auch mal mit Marc Uth, weil der hat genau die gleiche Angewohnheit. Ich wollte jetzt gerade sagen, Marc Uth kommt aus dem, macht das tatsächlich auch. Nur ich habe das Gefühl, André Duda hat den Kopf immer unten. Das kann sein. Also Marc Uth, ja, der versucht dann immer noch einen zu viel. Das sehe ich auch, aber bei Duda, ich habe immer das Gefühl, mit dem Kopf durch die Wand und nicht durch eine Wand, sondern weiß ich nicht, die Riegelswand, die hat er noch mitgenommen und dann kommt aber so eine Stahlbetonwand und ja, da kommt er halt nicht durch. Also, ja,
Ja, ich habe aber gerade auch gedacht, diese ganzen kreativen Zehner tun sich mit Baumgart ja ein bisschen schwer, ne? Also da kann man wirklich Marc Uth dann tatsächlich auch nennen. Der ist ja erst so ab dem, was wird es gewesen sein, 28. Spieltag oder so, so richtig unverzichtbarer Stammspieler geworden. Aber ist davor ja auch sehr oft zwischen Bank und Platz irgendwie gependelt. Ich glaube, dass diese Freigeister noch ein bisschen sich an Baumgart gewöhnen müssen oder vielleicht der auch an die, also man sich aneinander gewöhnen muss, bis man da so die gleiche Wellenlänge gefunden hat und verstanden hat, was der jeweils andere von einem will. Stimmt, das ist eine interessante Beobachtung. Kann Ich sein, glaube, bei ja. Paderborn haben die auch oft mit zwei Stürmern gespielt, aber bin ich mir gar nicht sicher. Aber das würde ja auch, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das System, wo man dann noch so einen zusätzlichen offensiven Mittelfeldspieler drin hat. Vielleicht ist es einfach nicht so das, was Baumgart liebt. Der ist ja auch eher ein Fan von Schnörkellos. Aber wir werden es wahrscheinlich nächstes Jahr sehen. Ja, aber du hast recht, Paderborn hat ganz oft Doppel-Sechs und zwei Flügelspieler gespielt und dann zwei Stürmer vorne drin. Also eigentlich keine klassische Zehn auf dem Platz. Ja, spannend. Wir werden es beobachten, auch mal gucken, ob da irgendwie noch was getan wird, ob man den Abgang von Louis Schaub noch mit so einem Zehner-Typen kompensieren möchte, gerade weil ja auch Thomas Ostrak und Marvin Obutz jetzt auch spielen könnten, den Verein vorläufig oder ganz verlassen haben. Insofern schauen wir mal. Oder ob André Duda überhaupt bei uns bleiben wird oder wie sich das da weiter gestaltet. Wäre auch krass, ne? Wenn Duda jetzt geht, dann musst du ja fast schon einen neuen Zehner holen, weil du ja nicht davon ausgehen kannst, dass der 32-Jährige oder was Marc Uth da jedes Spiel macht. Ja, wir werden es gespannt beobachten. Machen wir Schauen wir weiter mal. in den Kategorien. Aber immerhin, wir haben ja in den Saison, in dieser Saisonrückschau Comedy-Sketch-Nummer vom FC da gesehen, dass der Uth ganz fit ist beim Marathon ums Stadion rum. Tatsächlich, war tatsächlich sehr gut, ja. Den ums Stadion laufen zu lassen, war, glaube ich, der geilste Move, den jene Medienabteilung beim FC gemacht hat. Auch in diesem Jogger-Outfit, also geil. Das, hätte ich nie gedacht, mal über eine FC-Medienkampagne sagen zu müssen, aber das Vor allem, hatte echt dass Humor. Marc Uth das auch noch mitmacht, mit Ja, einem Lachen. ja, ja, Also, ja. ja. Absolut. Das stimmt. Ja, so ein Marathon läuft man ja über die ganze Saison und nicht nur zum Endspurt. Ja. Gut. So, wir verleihen die erste goldene Schiebermütze dieser Folge hier. Jetzt Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, alle nochmal aufpassen, alle nochmal die Aufmerksamkeit wiederherstellen und euch gerade auf euren Stuhl setzen. Jetzt kommt nämlich eine große Neuigkeit. Marco, was ist denn dieses Jahr bei der Verleihung der goldenen Schiebermütze anders? Und was hast du mit dem lieben 0,2 Kölsch ausgehandelt? Genau, also unser lieber Hörer 0,2 Kölsch hat schon mal für uns beide eine FC-Schiebermütze mit trotzdem hier Logo gemacht. Und es wird tatsächlich es wird zwar keine goldene Schiebermütze geben, aber eine Schiebermütze mit goldener Aufschrift. Und wir möchten die gerne dann an die Spieler oder an die Protagonisten der Kategorie überreichen. Wir sind da tatsächlich mit dem FC in Kontakt, um die vielleicht dann sogar persönlich am Geißbockheim überreichen zu können. Da hoffe ich auch auf Druck unserer Hörer. Wie gesagt, wenn diejenigen vom FC sich dementsprechend nicht melden, werde ich kundtun, an wen sich die Hörer gerne wenden können, um die mit E-Mails zu bombardieren. Genau. Vielleicht ist ja auch jemand von euch, der sehr zuverlässig ist im Trainingslager in Donaueschingen. Da kann man ja auch ganz gut an die Oder so, Protagonisten ja. ran. Da könnte man vielleicht auch noch was regeln irgendwie. Also wenn ihr euch zutraut, zuverlässig die goldene Schiebermütze persönlich zu übergeben, also 7 Stück davon, dann meldet euch mal bei uns. Aber natürlich müsst ihr euch da vertrauen können, weil sonst sind 7 Schiebermützen weg. Das wäre auch doof. Ja, wir Ja. verleihen die, wenn wir heute sagen, wir verleihen die goldene Schiebermütze, dann meinen wir verleihen die goldene Schiebermütze. So sieht's Richtig aus. physikalisch und in echt. Also, ja, liebe FC-Profis, ne, wenn ihr hier zuhört, gerne auch mal melden. Haltet euch fest. Vielleicht können wir den Toni Leistner um ein paar Privatadressen bitten oder so. Dann schicken Jo. wir direkt nach Hause. Ja, stimmt. Wir werden Mittel und Wege finden, Ja. die den Protagonisten überreichen zu Genau. lassen Wir oder müssen sie nur noch überreichen. dazu bringen, dass sie das auf Social Media posten mit dem Hashtag goldene Ja. Schiebermütze, @ trotzdem hier. Und dann steht der Weltherrschaft nichts mehr im Wege. So sieht's aus. Ja, die erste goldene Schiebermütze, die wir dann bedrucken lassen werden. Nochmal liebe Grüße an den Jörn, den @0,2 Kölsch.
ist der beste Spieler der Saison. Also würdiger kann man ja nur eine erste echte goldene Schiebermütze nicht verleihen als für so eine Monsterkategorie. Unsere Hörer haben nominiert Jonas Hector, Anthony Modest, Salih Özcan und Marvin Schwebe. So, es ist eine Saisonverleihung. Also wir müssen jetzt so ein bisschen uns davon freimachen, wer vielleicht am Ende dann nur gut performt hat. Oder wer das geschafft hat, über die ganze Saison so ein bisschen Leistung zu zeigen. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen überlegen, wie wir mit dem Fall Schwebe umgehen wollen, weil der ja leider gar nicht die Chance hatte, sich über die gesamte Saison zu beweisen, aber halt zumindest auch im Pokal am Anfang uns quasi das Weiterkommen gerettet hat gegen Jena. Also, wenn ihr keine anderen Nominierungen mehr habt, dann würde ich einfach mal den Jan Lukas bitten, ein Plädoyer für einen der Spieler zu halten. Boah, schwierig in der Kategorie anzufangen, weil letzten Endes muss man natürlich eigentlich immer sagen, ja, Jonas Hector ist der beste Spieler, aber so einfach kann man sich dann nicht machen und ich würde ihn auch nicht wählen, weil ich finde, dass also das System kommt Außenverteidigern zur Offensive irgendwie zugute, weil sie die ganzen Flanken schlagen können. Schöne Grüße an den Brasilianer auf rechts, aber ich würde trotzdem defensiv finde ich das dann doch irgendwie zu wenig, da sind sie so wenig eingebunden, das würde ich jetzt nicht als besten Spieler wählen können. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit Marvin Schwebe gehen, weil der uns so viele Bälle gehalten hat und 1-gegen-1-Duelle gewonnen hat, die vielleicht in den letzten Jahren nicht gewonnen wurden, beziehungsweise man immer und immer wieder im Stadion überrascht war, wenn ein Stürmer auf uns zulief sozusagen, dann denkt man ja eigentlich schon, oder man ist gewohnt zu sagen, ah fuck, jetzt haben wir wieder ein Gegentor kassiert. Aber in diesem Jahr war es dann richtig, richtig oft so, dass der trotzdem noch gehalten wurde. Und das hat uns, glaube ich, so viele Punkte gerettet, dass ich da wirklich für Marvin Schwebe stimmen muss. Okay, Marco, gehst du damit? Warte, ich muss eben noch mal kurz in mich gehen. Ja, ich gehe da tatsächlich mit. Hector ist wahrscheinlich eine lebende Legende beim FC mittlerweile. Modest fände ich zu einfach und ich habe so ein bisschen zwischen Salih Özcan und Marvin Schwebe geschwankt. Nee, Quatsch, nein, ich ändere meine Meinung. Ich nehme Salih Özcan, weil ich Schwebe in einer späteren Kategorie nehmen werde. Okay, dann haben wir 1-1. Tessa. Ja, ich finde, also Kategorie fand ich erstmal schwierig, auch die Nominierungen. Mein erster Impuls war Marvin Schwebe, aber das, was Marco gerade gesagt hat, da habe ich ein bisschen taktisch anders gedacht, weil der kommt bei mir auch später nochmal. Deswegen ist es in der Kategorie nicht Schwebe. Dann bliebe natürlich unumstritten immer noch Jonas Hector. Modest, nein. Salih Özcan, definitiv hinter Schwebe auf Platz 2, hat sich aber jetzt so ein bisschen, wobei eigentlich ist es gemein zu sagen, nur weil er jetzt geht, kriegt er die Kategorie nicht mehr. Ich sag auch Özcan. Ich nehme Özcan nicht, aber nicht, weil er geht, sondern weil er die ersten 12 Spieltage keine Rolle gespielt hat. Ist ja ein Saison-Award. Das heißt, für mich hat er nicht die ganze Saison auf demselben Level performt, wie dann ab dem 13. Spieltag, als er irgendwie so ein Klick im Kopf hatte. Das wäre für mich das Ausschlusskriterium. Das wird auch bei Marvin Schwebe halt ein bisschen schwer, weil der natürlich eben, wann ist der gekommen? Im Heimspiel gegen Mainz, ne? Oder nach dem Heimspiel gegen Gladbach. Ja, genau. Genau, richtig. War ja die Mainzer, dem Herrn Baumgart eine schwierige Entscheidung abgenommen haben mit ihrer robusten Spielweise, um es mal so auszudrücken. Aber ich mache mich jetzt unbeliebt und werde dann leider akzeptieren müssen, dass Salih Özcan die blöde Schiebermütze da kriegt. Die übergebe ich nicht, die sage ich ja schon mal jetzt. Ich übergebe die. Ja, mach das. Ich mach das mit Marco zusammen. Ja, Salih. Ihr seid ja auch näher dran. Hard Feelings. Ja, von mir kriegt dann einen anderen Award. Ich nehme aber Anthony Modest, trotzdem, dass ihr es alle gesagt habt, aus irgendwelchen Gründen, die nehmt ihr nicht. Wenn ich meinen Maßstab anlege, wer die ganze Saison über performt hat, ist das für mich Anthony Modest. Der hat 20 Tore in 34 Spielen erzielt. Und das finde ich beim 1. FC Köln wirklich mehr wert als die 25 Tore von Patrick Schick bei Bayer Leverkusen zum Beispiel.
oder die, was weiß ich, wie viele Tore von Erling Haaland bei Dortmund, weil du kriegst ja hier auch eine etwas andere Kategorie an Zuspielen, ne? Als wenn da irgendwie, weiß ich nicht, Thorgan Hazard und Marco Reus dir die Bälle auflegen oder Diaby und, was weiß ich, Leon Bailey oder so. Und wenn ich wirklich sage, wer hat vom ersten Spieltag an performt, wir hatten es auch im Pokal in die diversen nächsten Runden gehievt, gegen Stuttgart, aber auch gegen den HSV, den Elfmeter gemacht und die Verlängerung überhaupt erst safe gemacht dann dadurch. Also ich meine, das Elfmeterschießen safe gemacht dadurch. Dann ist das für mich Anthony Modest, deswegen müsste Modi den Spieler der Saison Award bekommen. Aber so ist das im Leben. In der Demokratie setzen sich manchmal die Entscheidungen durch, die einem selber nicht genehm sind. Und damit gratulieren wir ganz herzlich Sally Özcan zum besten Spieler der Saison 2021-22. Also ich muss auch dazu sagen, ich glaube, alle vier Nominierten hätten es tatsächlich auch verdient gehabt. Ja, gerade Hector ist natürlich eine absolute Legende. Also ich greife jetzt mal vorweg, ich finde, wir machen am Ende noch eine Lebenswerkschiebermütze für ihn, oder? Ja. Aber die kannst du ja irgendwann vergeben, wenn er zurücktritt, oder? Ja, ja, aber dann gibt es den Podcast vielleicht gar nicht mehr, wer aber weiß. Aber die kriegt er. Ja, egal, die kriegt er trotzdem. Ja. Ja, wahrscheinlich haben sie bis dahin Marco und ich gnadenlos verstritten, reden kein Wort mehr miteinander. Da kommt noch übereinander, nur noch so übereinander in anderen Podcasts irgendwie. Ihr mit eurem Scheiß Lügen. Ihr habt immer Lügen getan. Ja, Lügen tust du das bisse. Lügen tust du das bisse. Ich glaube, Lukas ist zu jung, der weiß gar nicht, worüber wir gerade reden. Ne? Ich glaube, das ist diese Pressekonferenz von den vier Girls da von dieser Band, TikTok oder wie hießen, TikTok-Toe, ja. Irgendwas. Genau, TikTok-Toe waren, glaube ich, nur drei, ne? Ja, aber das habe ich ja nur nachgeguckt nach dieser Bayern-Pressekonferenz oder was das war. Oder nach irgendwann war nochmal sowas, wo die sagten, das ist die schlimmste Pressekonferenz seit TikTok-Toe. Für deine scheiß Stimmung bist du doch selbst verantwortlich, Marco. So sieht's aus. Ja. Du Uli Hoeneß des Podcasts. Ja, genau. Ja, nehme ich als Kompliment. Nehme ich als Kompliment. Es war ja nicht auf meine Figur bezogen. Nein, oder meine nein. Kriminelle Statistik. Vielleicht schon. Ja, vielleicht schon. Also Sally Özcan. Sally Özcan. Ich freue mich, dir die zu überreichen. Ja, und ich freue mich auch für ihn. Ich würde auch, also ich finde gut, dass Schwebe in der nominierten Liste drin ist, aber ich finde, es ist verdient, dass Özcan das gewinnt. Ja. Ja, ich bleibe dabei, über 34 Spieltage war Modi der stabilere Spieler, aber gut. ne, wirklich, das ist jetzt aber, hat wirklich nichts mit Groll zu tun, das ist ein objektiver Maßstab. Der hat wirklich die ersten 12 Spieltage nicht viel gerissen. Das ist ein Drittel der Saison. Und Molly hat schon. Nicht viel gerissen, finde ich aber auch falsch. Aber ich finde, du hast eben auch gesagt, man muss sich auch erstmal finden und so. Jojo, aber Molly hat es ja direkt geschafft, da zu sein. Der hat natürlich auch viel mehr Lebenserfahrung, ist ja auch keine Frage. Ne? Das kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, für einen 24-Jährigen da so reinzukommen, ist auch wieder aller Ehren wert. Ja. Ist in Ordnung so. Der Jörn wird das dann bedrücken mit Sally Özcan und vielleicht noch in Gold-Schwarz färben. Oh. Was? Also, ja. Ist, nein, sag er ist du nicht noch enttäuscht. Mal, du nein, nein. Keinen Groll, ey. Nein. Das ist, wie so ein verbitterter Ehemann, der mitkriegt, dass die Frau mit ihm anders schreibt. Schreibt. Schlimm. Ja, nicht schreibt. Nee, ins Bett steigt ist das schon. Das ist nicht mehr nur schreiben. Achso, sind schon ist, einen Schritt weiter. Okay, ja, schon einen Schritt weiter. Okay, ja, ich war mir jetzt gerade nicht so sicher. Die haben ja schon verlassen und schon die neue geheiratet quasi. Achso, ja, okay. Ja, okay. Sollen wir mal den nächsten Schwatten Jünter verleihen? Können wir gerne machen, ja. Das ist dann jetzt dein Auftritt. Der nächste Schwatte Jünter ist das Gurkenspiel der Saison. Das ist das Hinrundenspiel gegen Augsburg. Die 5-1-Niederlage gegen Hoffenheim, das 0-1 bei Union Berlin und die Pokalniederlage gegen den HSV. Und da wäre die Frage, ob ihr noch einen Wunsch habt eines weiteren Spiels. Nope. Dann würde ich nämlich anfangen, dann darf nämlich der Dennis jetzt beginnen mit seiner Auswahl. Das ist übrigens sehr, sehr geil, dass nach einer FC-Saison nur 4 Spiele Wahnsinn, bei Gurkenspiel der Saison auftauchen. Und wenn man tatsächlich mal das Pokalspiel vom gegen den HSV nimmt, war das auch noch nicht mal ein richtiges Gurkenspiel. Ja, stimmt. Das ist rein leistungstechnisch in den ersten 30 Minuten sogar ein sehr gutes Spiel gewesen, Weil man halt das Tore schießt, nicht zum Kriterium des erfolgreichen Fußballspiels erhebt. Ja. Deswegen nehme ich es auch nicht. Also HSV-Pokal, dafür war die Leistung einfach zu gut.
Ich glaube, ich nehme Hinrunde Augsburg. Einfach weil da auch der Faktor mit reinspielt, dass wir halt gegen diese unfassbar unsympathische, beschissene Augsburger Mannschaft leider das verkackt haben. Dass dann noch dieses Scheiß-Tor von Niklas Dorsch dazu kommt, wo der sich noch mit seinem komischen Vollidioten-Jubel dahinstellt. Das hat mich einfach so geärgert. Dazu kommt, es war ja ein Heimspiel, ne? Das 1-0 von Union, war das in Berlin oder in Köln? Hier steht 0-1 bei Union. Ich glaube, das war das Spiel bei Union Berlin. Das war Rückrunde auf jeden Rückrunde, Fall. Rückrunde, ja. Ja, also die anderen beiden waren halt Auswärtsspiele. Da finde ich, kann man noch Niederlage noch ein bisschen eher verzeihen, als es im Heimspiel und dann halt gegen Augsburg, also eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 15 Punkte weniger hatte als wir. Und ja, also ich nehme das Augsburg-Spiel. Tessa. Ja. Oder Jan Lukas. Dürft ihr euch entscheiden, wer jetzt machen darf. Ja, ich würde kurz zu dem Union Berlin-Spiel noch gerne was sagen, ja. Weil da war ich da, aber das würde ich gleich in einer anderen, nicht in einer anderen Kategorie, aber würde ich gleich nochmal drauf eingehen. So war es in Berlin, oder? Ja, ich war in Berlin, in genau. Berlin. Okay, jetzt habe ich 1. April. Hm. Und ich würde mich aber trotzdem, auch wenn ich, was als erstes in meinen Kopf geploppt ist, war natürlich dieses schreckliche Spiel gegen Hoffenheim, weil es einfach so aussichtslos war. Aber ich war auch beim Heimspiel gegen Augsburg und das war wirklich, glaube ich, meine, auf jeden Fall der Saison die schlechteste Sporterfahrung so. Also was jetzt so Einlass in Stuttgart und sonstige Geschichten angeht, will ich jetzt mal ausklammern. Aber was gegen Augsburg in so einer 15.000er Kulisse, es war unter der Woche, glaube ich, Freitagabend. Freitagabend. Auf jeden Fall war es abends, arschkalt. Und Maskenpflicht und irgendwie alle saßen total blöd. Ich saß auch, also gut, alle mussten sitzen, aber ich saß dann auch irgendwo im Oberrang, relativ weit im Süden und dann fielen diese Augsburger Tore und man hörte einfach auch nichts, weil es halt kaum Augsburger gab, die mitgereist waren. Und ja, es war wirklich also ich habe dann auch gesagt, ich gehe nie wieder ins Stadion, bevor es nicht mindestens mal halb voll oder eher ganz voll ist. Weil das war so schrecklich, da zu sitzen. Es war wirklich, es war grauselig. Selbst wenn die gewonnen hätten, auch die Stimmung war katastrophal, wäre das eine total miese Stadionerfahrung gewesen. Dann auch noch gegen Augsburg kein eigenes Tor geschossen und auch noch zwischenzeitlich, also ich hatte nicht Angst, aber ich habe schon gedacht, ja gut, jetzt ist Augsburg uns wieder ein bisschen auf die Pelle gerückt. Also man hat dann ja schon irgendwie ziemlich lang nach unten geguckt. So, das war schon echt ein alles in einem komplett katastrophales Spiel. Tessa, jetzt darfst du. Ja, ich bin da voll bei. Also generell, finde ich, waren das schon sehr gut ausgesuchte Spiele. Also die nehmen sich irgendwie alle nichts. Hoffenheim fand ich auch besonders fies, weil es das Ergebnis so komplett rausgerissen hat. Aber Jan Lukas hat auch immer so eine tolle Art, Dinge zu beschreiben, wenn er vor Ort war. Deswegen bin ich auf jeden Fall dann auch für Augsburg. Ja, und dann haben wir das erste Ergebnis mit 4-0 Stimmen, weil also tatsächlich muss ich da neben mir Lukas und euch recht geben, das war tatsächlich ein Spiel unter aller Kanone. 5-1 gegen Hoffenheim war für mich so ein Spiel, das habe ich lieber 5-1 verloren, einmal richtig heftig, als fünfmal so eine 0-1 Niederlage gegen ähnliche Gegner. Und das war ja auch tatsächlich der einzige wirkliche negative Ausreißer in so einer Saison. Und das 1-0 gegen Union hat ja gezeigt, dass sie auch tatsächlich auch die Saison wieder auf einem guten Niveau gespielt haben. Und Augsburg war für mich tatsächlich das auch spielerisch schlechteste Spiel von uns. Deshalb zu Recht Gurkenspiel der Saison, das Spiel gegen Augsburg in der Hinrunde. Genau. Aber ich finde, man kann nochmal betonen, nur 3 schlechte Bundesligaspiele in der ganzen Saison. Ja. Da träumt Markus Gisdol bis heute von. Da träumen viele FC-Fans immer noch von. Also, ja. Also ich meine, das muss man tatsächlich mal überlegen, dass da auch Spiele dabei sind, die man mit einem Torunterschied verloren hat. Also das Spiel gegen Union haben wir auch nicht 7-0 oder 4-0 verloren, sondern 1-0. Ja. Und das auch nur wegen diesem Fehlpass. Ne? Also genau, und tatsächlich nur eines Fehlpasses nach, genau, und ja. Da waren sie eigentlich alle eigentlich, es war 0-0. Schade ist halt, dass dieses Spiel so ein bisschen die Statik der Tabelle zu unseren Ungunsten dann gekippt hat. Deswegen hatten wir am letzten Spieltag nicht mehr selber in der Hand, dann wegen, also unter anderem wegen diesem Spiel, natürlich auch wegen anderen Spielen.
Ja, aber ich würde mir mal wünschen, nächste Saison einfach mal ein Spiel, ein einziges Spiel gegen Union Berlin zu gewinnen. Egal ob heim oder auswärts, aber ich kenne das Gefühl gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also so ein Sieg gegen Union Berlin, so ein deutlicher Sieg gegen Union Berlin würde ich auch nehmen. Selbst so ein richtig abgewichstes 1-0, wo Christopher Trimmel ein Eigentor schießt, nehme ich auch. Ja, bin ich dabei. Dann gebe ich diesem Spiel nächste Saison auch schon eine selbstbezahlte goldene Schiebermütze, wenn wir das gewonnen haben. Wer auch immer das Siegtor schießt, kriegt dann von mir eine eigenfinanzierte goldene Schiebermütze. Apropos goldene Schiebermütze. Kommen wir nämlich direkt zur nächsten Kategorie. Das ist die positive Überraschung der Saison. Mit den Nominierten Dejan Lubicic, Salih Özcan, Anthony Modest, Marvin Schwebe oder der kölsche Cafu Benno Schmitz. Und jetzt darf der Jan Lukas wieder anfangen. Ich würde vielleicht noch Hübers dazu tun. Ja, ist auf der Liste. Oh, jetzt. Sorry. Achso, ah, ja. Also jetzt. Ja, okay. Jetzt neu für dich. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Ja, aber fangt ihr mal lieber an, bitte. Also, dann mache ich den Anfang. Für mich ist es tatsächlich Marvin Schwebe. Erstens, weil ich tatsächlich gehadert habe, ob ich ihn in der ersten Kategorie als besten Spieler nehme. Und ich finde, von Marvin Schwebe habe ich am wenigsten erwartet und den tatsächlich diese größte Veränderung gehabt. Also, der kam als, ja, der ist Nummer 2 und der soll ganz okay sein und der spielt auch mit. Und dann kam diese Verletzung von Timo Horn und auf einmal hast du einen Spieler, der dich so nach vorne bringt. Und deswegen ist es tatsächlich für mich Marvin Schwebe. Also ist für mich, wie gesagt, auch knapp hinter Salih Özcan bester Spieler und für mich auch tatsächlich positive Überraschung diese Saison. Und danach kommt knapp Dejan Lubicic. Soll ich mal weitermachen? Ja, gerne. Ja, also ich gehe mit, Marvin Schwebe. Die Argumentation ist, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Ich habe auch gedacht, na, letztes Jahr haben sie Ron-Robert Zieler geholt, um die Bank hinter Timo warm zu halten. Und jetzt holen sie da irgendwen aus einer relativ unbekannten Liga. Also die dänische Liga verfolge ich jetzt nicht irgendwie intensiv. Ja, von Brøndby kam er, ne? Ja. Ist natürlich jetzt kein schlechter Verein in Dänemark. Schon ein Verein, der oben mitspielt. Aber es war für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Das erst so ein bisschen beschrieben wurde, als ich gehört habe, dass das dieser Osnabrücker Torwartschule kommt, die unser gemeinsamer Freund der P-Rod ja immer wieder in den höchsten Tönen lobt. Aber als man dann gesehen hat, wie gut er auch so in diesen Dingen ist, die wir hier längere Zeit nicht mehr gesehen haben, also gerade so Bälle mit dem schwachen Fuß annehmen, Bälle mit dem Fuß verarbeiten, Bälle weiterleiten, 1 gegen 1 und ja, vielleicht eben keinen Telemark machen bei kurzen Schüssen und so. Das war so ein neues Feeling, das wir lange jetzt hier nicht mehr kannten und deswegen gehe ich mit Marvin Schwebe. Mein Platz 2 wäre allerdings Benno Schmitz. Also, was musste der sich hier schon alles anhören? Also auch von uns, muss man ja zugeben, ehrlicherweise. Nein. Immer an ihn geglaubt. Ja. Ich weiß noch, wie der einmal von Dilrosun gegen Hertha eingedreht wurde und sich auf den Hosenboden gesetzt hat. Da haben wir gedacht, ey, das wird im Leben kein Bundesligaspieler mehr. Und jetzt hast du halt immer gehofft, hoffentlich ist Benno Schmitz fit und hoffentlich kriegen sie ihn irgendwie freigespielt, damit der eine Flanke auf Modest schlagen kann. Das ist auch ein Riesensprung, aber ich sag mal, da ist dann... Bei Benno wusste man ja zumindest immer, dass er eine gute Ausbildung hat. Also der war uns ja immer bekannt als Spieler, der eigentlich eine bessere Ausbildung hat als die Leistung, die er auf dem Platz zeigt, mit Leipzig, Bayern und also Bayern München und so weiter. Und deshalb hat es mich ein bisschen weniger überrascht als bei dem mir völlig unbekannten Marvin Schwebe. Tessa, wer ist deine Überraschung der Saison? Also ich weiß gar nicht, wie man hier nicht für Benno Schmitz stimmen kann. Hat nichts mit den anderen Spielern zu tun, aber also Schwebe kannte ich nicht, also hatte ich auch eigentlich gar keine Erwartungen, also konnte der mich eigentlich gar nicht überraschen.
Also ich fand Benno Schmitz komplett überraschend. Also hatten wir, glaube ich, auch schon irgendwann in der Mitte der Saison mal gesprochen. Definitiv meine Überraschung der Saison. Kann man mitgehen, ja. Ja, okay. Und ich würde jetzt, also ich habe ja Schwelbe als besten Spieler sogar schon in den Ring geworfen, würde aber trotzdem ihn nicht als Überraschung oder positivste Überraschung ernennen, weil ich da schon ein bisschen Hoffnung rein hatte. Ich habe mir, es gab mal bei Spielverlagerungen so einen Artikel über Schwelbe, den habe ich mir bei der Ankunft durchgelesen und hatte dann so ein bisschen Hoffnung, dass der vielleicht wirklich durchstartet. Da ging es aber eher um fußballerische Fähigkeiten. Das war noch zu Zeiten, als der Junioren-Nationalspieler war. Deswegen hatte ich aber ein bisschen Hoffnung in den. Und wo ich persönlich eher wenig Hoffnung hatte, beziehungsweise ich hatte schon Hoffnung, aber ja, es war für mich überraschender, dass Hübers so eine krasse Saison spielt, weil man ja auch sehen muss, wir sind mit der Innenverteidigung Zichos und Meret auch noch in die Saison gegangen. Und jetzt reden wir darüber, dass er vielleicht eine Ausstiegs- oder es gibt Gerüchte, dass es irgendwie eine Ausstiegsklausel über 8 Millionen gibt und der nach England geht und das wäre schon schrecklich so. Und der ist auf jeden Fall totaler Abwehrchef, unverzichtbar, macht super Spielaufbau, gewinnt Zweikämpfe, obwohl sie da hinten immer so zu zweit rumstehen, die Innenverteidiger, wenn man aufgerückt ist, gewinnen die trotzdem super viele Bälle. Also ich bin unglaublich positiv angetan von Timo Hübers und hätte ihm das so nicht zugetraut. Deswegen ist meine Überraschung Timo Hübers. Ja. Aber es gewinnt ja trotzdem Schwäbe. Marvin Schwäbe gewinnt, aber tatsächlich, also tatsächlich war das auch die Kategorie, wo ich am meisten überlegt habe, weil da ist ja, also Benno Schmitz, Hübers, stimmt, Hübers hatte ich gar nicht so am Schirm und Ljubicic und Schwäbe sind ja, ich sag mal, von denen hatte man jetzt keine Riesenerwartung und das sind klare Stammspieler gewesen jetzt. Und das ist für mich tatsächlich eigentlich die Überraschung, dass wir tatsächlich aus wenig mehr gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich der Verdienst von Steffen Baumgart. Ja, Ich überhaupt würde muss man. vielleicht, sorry, Hier sagt ruhig. noch einen Verfahrensordnungsantrag gleich stellen, nachdem du das gesagt hast. Jetzt wird's eine FCMV. Genau, um Ja, auf die ey. App zu gehen. Der mit den Ja, langen schieße Haaren hat los. geredet. Nee, jetzt haben wir so viel über Schwäbe, Ljubicic und Hübers gesprochen, dass ob wir dann nicht vielleicht gleich noch den besten Neuzugang anschließen. Oder ist das für euch das gleiche wie positive Überraschung? Eigentlich ja nicht, ne? Nee, ist was anderes, das stimmt. Aber wir haben ja eine Kategorie beste Neuzugang, das ist Nummer Genau, 6. aber dass wir die Ach, du willst sie jetzt fortsetzen, weil direkt? wir Ach jetzt so, ah, bei den verstehe ich. Spielern, Ja. also es passt eigentlich perfekt an die Diskussion ran, würde Ja. ich Können wir vorschlagen. gerne machen. Das passt auch gut zu dem, was ich jetzt sagen wollte. Ich wollte nämlich sagen, dass wir an dieser Stelle auch mal die Transfersaison, die Transferperiode des ersten FC Köln loben müssen. Da standen jetzt alle Neuzugänge in der Liste der positiven Überraschungen, bis auf Marc Uth, aber auch den finde ich, könnte man da zumindest ehrenhalber erwähnen, weil der jetzt ja auch nicht irgendwie enttäuscht oder so. Also es war jetzt kein Transfer dabei, wo ich sagen würde, boah, das war aber jetzt ein ziemlicher Flaschentransfer. Wir haben für keinen Spieler, außer jetzt retroaktiv für Luca Kilian, eine Ablöse bezahlt. Also alles for free. Jeder Bundesligist, gerade die so ein bisschen potenter sind als wir, hätten sich einen Ljubicic oder einen Hübers holen können. Wir haben es gemacht. Sehr, sehr gute Transferpolitik. Also großes Lob an die verantwortlichen Menschen. Und dann können wir direkt mit dem besten Neuzugang weitermachen. Genau, bester Neuzugang sind nominiert Timo Hübers, Marvin Schwebe, Dian Lubicic und Luka Kilian. Ja, ich würde noch Uth damit zuschreiben, einfach aus Vollständigkeitsgründen, auch wenn er vermutlich nicht gewinnen wird. Dann darf jetzt die Tessa anfangen. Ja, ich musste jetzt ein bisschen umschmeißen. Und vor allem habe ich jetzt wieder vergessen, wer war jetzt bester Spieler? Özcan. Und wer? Hä? Gerade haben wir über die positivste Ach, Überraschung. Überraschung, Schwäbe war ja, Überraschung. genau. Schwäbe war Schwäbe. Überraschung. Ja, jetzt muss ich Ja. umschmeißen, weil eigentlich wollte ich jetzt bester Spieler, tada, Schwäbe sagen. Bester Aber das Neuzugang. geht jetzt nicht mehr. Du kannst auch. Oh Man kann Gott. auch doppelt Ja, wählen. eben, wir können auch zwei Schiebermützen dahin schicken.
aus bekannten Gründen möchte ich nicht nochmal Schwebe wählen. So, dann Übers. 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 Ist gewählt. Übers, ja. Dennis. Ich mach's kurz. Gehe ich mit. Wir haben endlich mal einen Innenverteidiger, der schnell ist. Das ist genauso wie bei dem, was ich gerade über Torwerte gesagt habe, ein ungekanntes Gefühl, dass ein Innenverteidiger vom FC mal ein Sprintduell gegen den Stürmer gewinnen kann und das ja auch tut. Und dann noch ein Spieler, der grätscht, jemand, der grätscht, kommt ja eh schnell ins Herz der Fans, braucht jetzt mal vielleicht sogar eher als jemand, der das eher so ein bisschen körperlos versucht zu regeln. Und das macht er ja alles und führt auch so ein bisschen den jungen Kilian damit an, habe ich das Gefühl. Ist eh eine sehr spannende Innenverteidigung oder generell Viererkette, die wir hinten haben. Ich glaube, die sind auch alle auch so auf einer Augenhöhe, was so den Typen angeht quasi. Ich kann mir gut vorstellen, dass die miteinander Karten spielen oder irgendwas da in der Viererkette. Gibt es ja auch keine Kommunikationsprobleme. Das haben wir bei Mire immer mal vermutet, dass der vielleicht das Deutsche nicht ganz so mächtig sei. Die Sorgen haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja, und wie Jan Lukas schon gesagt hat, wenn da sogar Engländer anklopfen, dann muss er ja irgendwas richtig gemacht haben. Meine Stimme geht an Thibaut Hübers. Da schließe ich mich tatsächlich an. Also ich, wie gesagt, Schwäbe habe ich schon gewählt. Und ich finde, dass Thibaut Hübers tatsächlich sehr, 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 sehr solide spielt, wenig Fehler macht und tatsächlich einer der stärksten Innenverteidiger mittlerweile ist, die ich so in den letzten Jahren beim FC tatsächlich gesehen habe. Übrigens Platz 5 der Kicker-Rangliste aller Innenverteidiger. Ja. Schwebe auch bei Torwart. Und man muss noch dazu sagen, ablösefrei von einem Zweitligist geholt. Das setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Also, wenn man jetzt für so einen Spieler irgendwie 10 Millionen Euro ausgibt, dann kann man das erwarten, aber auch aufgrund der Verletzungshistorie wusste man bei Hübers ja nicht, wie der da die Saison übersteht. Und es gibt nichts daran zu meckern. Und deswegen auch mein bester Neuzugang, Thibaut Hübers. Ja. Ich möchte noch einen Ehrenneuzugang in den Ring schmeißen, jetzt ohne den die goldene Schiebermütze zu geben. Aber, glaube ich, auch jemand, der uns durch seine neuerliche Anwesenheit jetzt auf ein neues Level gehoben hat. Uwe Gospodarek. Ich wusste auch, dass... Ja. Also, der hat ja auch nicht nur Schwebe jetzt zur Nummer 1 gemacht, auch Timo war ja deutlich besser in seinen Spielen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Das Leipzig-Spiel, da hat er uns den Punkt gerettet, der Timo. Das gab es auch länger nicht mehr. Dann denken wir an Frankfurt, das eine Spiel, was er noch machen durfte in der Ära Schwebe, wo er den Boré mit so einem Wischtrick da irgendwie aussteigen lässt. Das war schon gut. Schaut euch mal an, wo Alexander Schwolo jetzt steht, seit Andi Menge in Berlin Torwarttrainer ist. Insofern, ich glaube, das war auch ein Ehrenneuzugang quasi, den man da noch erwähnt haben muss. Ja, außerdem muss Thibaut Hübers gewinnen. Wer mit Zweitnamen, wir sind ja hier der Zweitnamen-Podcast für den FC Köln. Und wer als Zweitnamen Bernd heißt, muss gewinnen. Ja. Ich will trotzdem Marvin Schwebe. Aber auch da wieder mit dem Wissen, dass die Kategorie schon vergeben ist. Ja, die kriegen ja alle ihre Mütze. Insofern hat ja jeder jetzt eine. So, jetzt kommen nur noch die Positiven, bis wir dann ganz zuletzt die Merchandise-Kategorie machen. Das beste Spiel steht als nächstes auf dem Programm. So, und da haben wir jetzt ein paar Spiele, die zur Wahl stehen. Und zwar die beiden Derbys, jeweils einzeln, also das Spiel in Gladbach, aber auch das Spiel in Köln, stehen zur Wahl. Das 3:2 nach 2:0 gegen Mainz steht auf dem Programm. Das Rückspiel in Augsburg. Dann hat ein Hörer das Gesamtkunstwerk April 22 genannt. 3:2 gegen Mainz, 3:1 gegen Gladbach, 3:1 gegen Bielefeld, 4:1 Augsburg. Bester Monat seit Ewigkeiten, aber das ist natürlich ein bisschen gecheatet, also das weiß nicht, ob wir das wirklich zur Auswahl stellen wollen. Und ein Hörer noch Dortmund in der Rückrunde. War, glaube ich, ein 1:1 mit guten Chancen vom FC zur Auswahl gestellt. Marco, willst du anfangen? Ich fange an und es ist tatsächlich schwierig. Also das Gesamtkunstwerk April würde ich rauslassen, weil das tatsächlich mehr als ein Spiel ist, wobei das tatsächlich
unsere tatsächlich wahrscheinlich der Punkt war, wo wir zumindest die Euro Conference League Quali klar gemacht haben. Für mich nachträglich auch vielleicht der ausschlaggebende Punkt, wieso wir halt Europa klar gemacht haben, war das 3-2 gegen Mainz. Ja, doch, das ist es. Ich wähle das 3-2 gegen Mainz. Wobei die anderen auch für mich auch wählbar wären. Aber weiß ich nicht, das hat mich irgendwie angezündet, allein diesen Jubellauf von Luca Kilian da gegen seinen Verein, von dem er eigentlich ausgeliehen wird, und 2-0 und war doch auch, glaube ich, das erste Spiel wieder mit aktiver Fanszene, oder? Das zweite. Ja. Ich kann da auch gerne weitermachen. Oder würde gerne weitermachen. Ja, gerne. Weil das ist nämlich genau auch meine Begründung, weswegen ich das Mainz-Spiel wähle, also Heimspiel Mainz, auch wenn dabei mein Handy kaputt gegangen ist, leider beim 3-2 vermutlich, in der Jackentasche. Also ich habe es nicht rumgeschmissen. ich habe mich nur rumgeschmissen. Es war ein grandioses, also es war wirklich das eines der geilsten Spiele der Saison im Stadion. Ich war auch bei den beiden Derbys da. Ich war auch gegen Dortmund in dem Heimspiel. Das war dann Rückkehr 50.000. Deswegen finde ich das auch alles gute, also es waren alles super Spiele im Stadion. Das ist halt auch das Schöne an dieser Saison, dass in dieser Saison im Stadion so viel Spaß gemacht hat, nach der langen Auszeit. Aber eben da muss ich dann genau deswegen, dass eben dieses Mal kommt zurück. Es war gegen Berlin auch schon so, dass, also das war eben das erste Spiel mit Rückkehr, aber es war halt auswärts, wo ich vorhin schon gesagt hatte, zur Union komme ich gleich nochmal. Deswegen ist es halt für mich auch auf keinen Fall das Schrottspiel der Saison gewesen, weil das Spiel war zwar schrecklich, aber wir waren da und es hat einfach nur Bock gemacht, diesen Block zu stehen. Alle 2 Sekunden ist neben dir irgendeine Fackel angegangen und dann hinterher kam ich zurück nach Köln und alle sagten, boah, da hast du ja einen Scheißabend, und es war genau das Gegenteil. Es war so schön, einfach wieder diesen Geruch zu riechen und heiser aus dem Stadion rauszugehen. Das war richtig, richtig cool. Das Berlin spielt schon, und das hatte man verloren und hatte trotzdem noch so ein bisschen Frust. Und gegen Mainz hatte man dann eben alles, was ein perfektes Fußballspiel ausmacht, plus eine geile Heimstimmung, eine überragende Choreo noch. Also das war wirklich grandios. Also das war wirklich, also auch im Stadion her war das, sowas habe ich echt lange nicht erlebt, bis gar nicht, und ich bin ja wirklich viel da. Das war wirklich so überragend, wie auch alle, das fasst auch die Saison so ein bisschen wieder zusammen, dass alle wieder daran geglaubt haben, als es 2-1 fiel. So. Und das ist ja irgendwie auch dieser Glaube, den man so wiederentdeckt hat beim FC. Und ja, das war wirklich so geil, da in der Kurve zu stehen, und ja, überragend. Ich muss das auf jeden Fall wählen. Gegen Mainz. Ja, Tessa, willst du? Ich schließe mich da voll an. Genau so habe ich es auch empfunden. Also natürlich, die Derbys waren natürlich auch geil. Also vom Ergebnis her super. Aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, Jan Lukas hat eine tolle Art, Dinge zu erklären oder so bildlich zu beschreiben. Und ich habe das genau so gefühlt. Also es war einfach, ich war ja auch jetzt gerade auch die Rückkehr der Ultras. Ich war ja auch davor im Stadion, war dann auch länger nicht im Stadion, weil genau das, was in Mainz passiert ist, so gefehlt hat. Und es war wirklich, also als wäre ich vorher gar nicht im Stadion gewesen, so das erste Mal nach 2 Jahren wieder. Die Stimmung im Stadion war mega, dann die Choreografie. Ja, und dann das Spiel war natürlich auch richtig geil. Deswegen würde ich auch für das Mainz-Spiel tippen. Ja, die Argumentation kann ich voll verstehen. Und da die Kategorie eh schon gewonnen ist, kann ich jetzt ja das Derby in Gladbach nehmen, damit zumindest ein Derby-Sieg von einem von uns hier gewählt wurde. Und natürlich ist immer besonders faszinierend, die Gladbacher in ihrem eigenen Stadion mit 3-0 bereits zur Halbzeitpause führend dann zu besiegen und die auch komplett chancenlos zurückzulassen. Ja, also klar, die hatten da so einen Pfostenschuss und so, aber trotzdem, das war schon hochverdient. Es war der wahrscheinlich einer der letzten Sargnägel in die Fußballkarriere von Adi Hütter. Das kommt auch damit dazu, zum zweiten Mal ein folgender Gladbach-Trainer
gekillt zu haben. Also beruflich natürlich, nicht im echten Leben. Ja, deswegen nehme ich das, aber der Sieger steht ja schon fest. Und ich würde sagen, wir geben die Schiebermütze dann stellvertretend Luca Kilian, ne, für dieses Spiel. Ja, ja. Symbolisch ja, sozusagen. Genau. Okay, ja, dann. Es sei denn, er wird vielleicht jetzt gleich nochmal nominiert. Ja gut, irgendwie müssen sie ja geben. Insofern weiß ich auch nicht. Kriegt Steffen Baumgart dieses Jahr eine? Weiß ich nicht. Müssen wir überlegen, ob wir da noch eine Kategorie für ihn finden. Ist eigentlich auch ein Neuzugang streng genommen, ne? Aber gut, haben wir gerade nicht drüber nachgedacht. Schauen wir mal. Er wird auf jeden Fall ins Team der Saison gewählt werden, als bester Trainer. Kann ich schon mal spoilern. Ich möchte aber für André Pavlak stimmen. Ja, viel Spaß, dann mach das mal. Für seine, also Pavlak hat auf jeden Fall die bessere Quote, ne? Punktequote. Ja, ja, auf jeden Fall hat Pavlak auch die bessere Singstimme, wenn man sich den 24-7-Doku anguckt. Ja, Marco, machen wir weiter mit dem nächsten goldenen Schirmützen. Genau. Das nächste ist nämlich das schönste oder in Anführungsstrichen geilste Tor der Saison. Das ist als erste Nominierung Dejan Ljubicic mit dem Tor gegen Mainz. Kingsley Schindler gegen Leverkusen. Anthony Modests 4-1 gegen Augsburg. Skiris 3-1 gegen Fürth. Nochmal Dejan Ljubicic mit dem 1-0 gegen Gladbach. Sebastian Andersson mit dem 4-1 gegen Gladbach zu Hause und Luca Kilian gegen Mainz. Und da darf der Dennis ich? Zuerst. Oder ja, Tessa, mach du. Holzfuß bleibt Holzfuß. Ganz klar, geilstes Tor, Kilian. Ja, zweimal Kilian, gehe ich mit. Allein von der ganzen Dramaturgie her. Auch davon, er hat ja ein Eigentor gemacht in dem Spiel, darf man auch nicht vergessen. Er hat das dann mit dem Siegtor quasi wieder wettgemacht. Dann sein so sympathisch unbeholfener Jubel. Erstmal vor der falschen Kurve. Doch, das war so ein Gesamtkunstwerk. Platz 2 wäre, glaube ich, Skiri. Der Run gegen Fürth über das ganze Feld. Platz 3 wäre Schindler gegen die Pillen. Aber ich gehe mit Kilian und Mainz mit. Jan Lukas? Ich wäre bei Ljubicic gegen Mainz, weil es einfach nochmal deutlich schöner war. Und eben auch diese Vertändelungsaktion von Uth so schrecklich war davor. Ich meine, das wäre doch das 2-2 gewesen, oder? Ja. Ja, doch. Ja. Und das war eben, da war schon richtiger Jubel danach. Wie geil das dann war, habe ich ja gerade schon gesagt. Und das war, da, wie der Ball, also ich hatte auch den perfekten Blick, da rechts in der Kurve, dann wie der Ball genau auf mich zuflog und im Winkel einschlug. Und man hatte eben vorher noch dieses, oh, Uth, was machst du jetzt? Jetzt läufst du genau in die Gegner rein, wo er wirklich auch ein katastrophales Spiel bis dahin gemacht hatte. Und dann aus dieser Schrottaktion, es war wie das ganze Spiel, so ein Down, so diese Aktion oder der Rückstand. Und dann geht's dafür aber extrem nach oben. Deswegen wähle ich Ljubicic 2-2 gegen Mainz. Jetzt wird's nämlich spannend. Jetzt müssen wir uns nämlich eine Lösung aussuchen, weil ich habe nämlich auch Dejan Ljubicic mit dem Tor gegen Mainz. Ja, ist aber kein Problem. Da machen wir dann eine Twitter-Stichwahl. Ach so. Oder wir haben doch eben gesagt, ja, wir haben doch eben festgelegt, dass wenn wir Gleichstand haben, meine Stimme gewinnt. Das haben wir so zusammen bestimmt. Das haben wir in der Verschiedenheit Tessa vorhin so bestimmt. Ja. Nee, das haben wir mit Gleichstand abgestimmt, aber bei Gleichstand zählt ja Tessas Stimme wieder eins mehr. Und deswegen ist diese Entscheidung durchgekommen. Nee, ich mal, du hast da auch schon für diese Lösung gestimmt. Einer von uns war eine Geheimwahl. Ich weiß es nicht. Nee, ich würde vorschlagen, ich mache eine Twitter-Umfrage. Ja, oder so. Oder 30 Minuten. Ja, ja. 30 Minuten. Und dann haben wir das ganz. Ups, das ist der falsche Account. So, stimme ich gleich mit zwei Accounts. Ja, ab. Ich spreche da lohnt sich der Dark-Account. Ja, bitte benutzt nicht eure OnlyFans-Accounts. Nein. Ach. Ich kann es ja nicht sehen, leider, wer abstimmt. So, Stichwahl. Doppelpunkt. Stichwahl. Wir brauchen eure Entscheidung. So, jetzt müsst ihr mir mal kurz helfen. Das geilste Tor der Saison war, Doppelpunkt. Deo gegen Mainz, ne? Ja, du kannst entscheiden, Deo Mainz 2-2 und Kilian Mainz 3-2. Also dann ist klar, welches Spiel.
tatsächlich. Mainz 2-2. Hat eigentlich Kilian auch so einen verniedlichenden Spitznamen wie Dejo? Nee, ne? Luki. Luki. Wenn nicht, haben wir ihn jetzt gerade so getauft. Tatsächlich glaube ich Kili. Kili? Habe ich tatsächlich in irgendeinem Instagram-Post vom FC irgendwie gesehen. Ist das nicht dieser eine Zwerg aus der Hobbit? Dieser hübsche Zwerg? Keine Ahnung. Warte, ich such mal raus. Kili, Kili, Kili. Kili. Wird ja immer besser. Ach Gott, oh Gott. Luca Jannis Kilian. Ja, also da wird die Entscheidung jetzt vertagt werden auf in 30 Minuten, wenn unsere treuen Twitter-UserInnen das Ganze gefunden haben. So, direkt mal Twitter Refresh. Ja, gibt schon einen Vot und 100% demnach entsprechend. Zwei. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, ich finde, Ljubicic hat tatsächlich da, hätte es, wäre eigentlich der richtige Gewinner, weil ich meine, auch dieses 1-0 gegen Gladbach, das war ja ein ähnlicher Treffer. Also ich meine, der hat ja tatsächlich beide so mit Vollspann genommen und jeweils in den Winkel, wobei ich auch Schindlers Tor in Leverkusen gegen die Pillen traumhaft fand, weil das tatsächlich das Spiel, also das erste Spiel meines Sohnes im Stadion war und der sagt, Papa, Papa, ich glaube, jetzt fällt ein Tor und ich weiß gar nicht, wer von außen, war das nicht Ljubicic? Ja, Ljubicic, der die Flanke gibt, so von außen dann noch weggetackelt wird und dann Schindler so reingeflogen kommt und ich saß direkt neben dem Gästeblock und also ich war nachher klatschnass und mein Sohn auch mit Bier. Und das, ja, das war schon sehr, sehr geil. Aber ich würde es auch Luca Kilian gönnen. Und so war der kleine Robert Hennes das erste Mal betrunken. Nee. Durch Osmose. Ach so. Der war aber von Glück beseelt. Das kann ich euch sagen. Also da wächst so ein kleiner FC-Fan heran, ne? Ja. Also ich sag mal, mir musste man betrunken ja auch den PayPal-Account wegnehmen. Ich habe betrunken im Urlaub 3 Trikots bestellt. Weil ich habe bei Facebook eine Werbung eines Online-Sportartikel-Versandes gesehen, wo es, ich sag mal, auch alte FC-Trikots gab. Und ich gedacht habe, ach Mensch, ein weißes Trikot. Und weil ich das beim FC verpeilt habe, dieses Ausweichtrikot, das schwarze zu bestellen, dass es da noch in meiner Größe gab. Und dann habe ich mir noch direkt ein rotes und ein weißes dazu geholt. Und da habe ich gedacht, ach komm, dann hole ich meinem Sohn auch direkt noch ein Trikot. Und das hat der dann, glaube ich, eine Woche lang im Kindergarten nonstop getragen. Ja. Und der Witz ist ja, die Story hat der Marco mir schon mal erzählt. Und während er mir diese Story erzählte, unabgesprochen, war ich auf derselben Seite und hatte gerade schon 2 Trikots im Einkaufswagen. Ja. Ja, und wie gesagt, mein allererstes Trikot mit Flock. Ich hasse Flock. Also ich würde mir nie im Leben ein Flock-Trikot holen. Und noch schlimmer ist nur den eigenen Namen hinten drauf zu flocken. Das geht gar nicht. Aber ich habe es zum ersten Mal gemacht, meine eiserne Regel gebrochen. Auf das schwarze Trikot, das Ausweichtrikot. Und wisst ihr, welchen Namen ich da hinten drauf geflockt habe? Ich weiß es nicht, aber ich denke Hector. Richtig, der hat's verdient. Ja. Also wenn einer verdient, dass ich meine eigene goldene Regel, meine eiserne Regel breche, dann ist es Jonas Hector für die Lebensleistung. Das ist auch ein bisschen besser als jede Schiebermütze, glaube ich. Ja. Hier kam aber gerade auf Twitter, natürlich ist es nicht relevant für die Abstimmung, noch ein Vorschlag rein, nämlich vom guten Patz Hummels, Zichos gegen Freiburg. Ja, gibt immer Leute, die wollen die Welt brennen sehen. So, machen wir weiter. Wir haben noch Kategorien, bevor wir uns hier jetzt verzetteln, während wir auf die Abstimmungsergebnisse warten. Denn wir müssen noch die beste Defensivaktion küren. So, und da haben wir als Nominierte
die berühmte Thielmann-Grätsche gegen den BVB, wo er über den ganzen Platz sprintet und am Ende jubelt, jetzt habe er ein eigenes Tor erzielt. Dann eine ganz ähnliche Grätsche von Ehisiboe gegen Red Bull Leipzig. Dann haben wir noch Schwebe in Stuttgart, also das gesamte Spiel wurde da genannt. Und zuletzt Schwäbes Safe gegen, Klammer auf, Bielefeld, Fragezeichen, kurz vor Schluss. War gegen Bielefeld, also das wissen wir, glaube ich, alle. Gegen Inche hieß der Mann, glaube ich, von Bielefeld. Burak Inche, ja. Burak Inche, wo er wieder diese seine unnachahmliche Qualität im 1 gegen 1 bewiesen hat. Also Thielmann, easy oder zweimal Schwebe. Tessa darf sich zuerst entscheiden. Ganz klar, Jan-Uwe Thielmann. War schön, dass ein du Bild zwischen auch die... den zweiten Namen adaptiert hast, finde ich sehr gut. Ja, ja, sorry, aber der muss ja. Ja. Das ist ja schon geil. Weil das war einfach unfassbar, wie er wirklich, also das auch gefeiert hat und das war so wichtig und das war einfach schön anzusehen. Deswegen, also es gab natürlich viele gute Defensivaktionen, die uns auch von Schwäbe den Arsch gerettet haben, aber die war einfach so im Gesamtkonstrukt mega gut. Ja, Marco, Gegenrede oder gehst du mit? Nein, gehe ich mit. Vor allem, weil Thielmann tatsächlich über den ganzen Platz sprintet und diese Grätsche auspackt und dieser Jubel danach. Und ja, also für mich hat das rund gemacht und ich glaube, es war Bellingham, den er abgrätscht, ne? War das Bellingham, ja, der die Flanke reinspielen will? Oder? Und, boah, weiß ich nicht. Wie auf jeden Fall, ich meine, das wäre Bellingham gewesen und dieser Blick von Bellingham, nein, das kann doch nicht sein, dass der mich jetzt hier noch abgrätscht. Und für mich ist das einfach Wahnsinn gewesen und dass er als nicht verteidigende Person da diesen Monster-Sprint einlegt, diese Grätsche einlegt und dieses ganze Stadion mitgeht, hat es für mich tatsächlich zur Defensivaktion der Saison gemacht. Gio Reyna, ah ja, okay. Auch ja. Minder talentiert, ja. Ja, so ein Spieler, mit dem man gar nichts anfangen könnte, ne? Nee, voll schlecht. Ja. Ist halt kein Thielmann, wie man in dem Duell gesehen hat. So sieht's aus. Ja, ich gehe auch mit. Also Easy ist so ein Mensch, dem gönne ich wirklich von Herzen nur Gutes. Deswegen könnte man ihn so ehrenhalber jetzt zwar auch nennen, aber ja, ach, auch weil Thielmann so ein bisschen, so ein kleines bisschen so den eigenen Nachwuchsbonus bei mir hat und sich so noch ein kleines bisschen mehr gefreut hat als Easy über diese Grätsche. Und weil es ja auch dann eben von der Fanszene bejubelt wurde, als wäre es ein Tor gewesen, was ja leider in dem Red Bull-Spiel nicht möglich war, weil das war noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, glaube ich, oder zumindest nur Teilausschluss. Ja, ich gehe da mit der Thielmann-Aktion mit und dann hat er auch seine Schiebermütze. Der Jan Lukas macht jetzt den Move und sagt, ja, da Jan Thielmann gewonnen hat, nämlich Easy. Oder? ich hatte es nicht vor, weil eben das, aber ich habe natürlich darüber nachgedacht. Aber genau wie es gerade schon gesagt wurde, man kann eigentlich diese Saison, also man hätte die Kategorie ja auch einfach nennen können, Ehrung für Jan-Uwe Thielmanns Monstergrätsche. Also das muss er ja gewinnen und auch wirklich, wie das ganze Stadion damit gegangen ist, da auch von mir aus sehr viel Liebe raus an Easy, aber auch in dem Fall geht meine Stimme dann auch eindeutig an Jan-Uwe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schreib auch bitte genauso auf die Mütze drauf, Jan-Uwe. Ja. Und Uwe, wie der FC in seinem Social Media Game schreibt, ne? Naja. Wie gesagt, ist nicht alles gut beim FC, aber sie werden immer besser.